Und so grüße ich alle zum Krippenspiel heute Nachmittag in der Stiftskirche, das uns die Kinder von der Kinderkirche der Stiftsgemeinde und vom offenen Abend nachher aufführen werden. Ich grüße, frage in die Runde, ob außer Jesus heute noch jemand Geburtstag hat, zufällig. Es meldet sich niemand, dann haben wir heute ein exklusives Geburtstagskind, das wir nachher feiern. Wie jedes Jahr ein Krippenspiel und in diesem Jahr, so habe ich gehört, hat sich ein Fernsehteam angesagt. Die neue Netflix-Serie Jesus von Nazareth. Mehrere Staffeln, heute Abend werden ein paar Einheiten dieses von unserem Filmteam gedreht. Wir sind schon gespannt, ob sie es schaffen, rechtzeitig dann da zu sein, wenn ihr euer Krippenspiel aufführt. Wir geben Ihnen noch ein paar Minuten Zeit und singen zuerst das erste Lied. Ich hoffe, alle haben ein Liedblatt unten oder oben auf der Empore. Alle Kinder, die lesen können, alle Opas und alle Omas, haben ein Liedblatt und wir singen Herbei, euer Gläubgen. Clara Hahn wird uns heute Nachmittag an der Orgel begleiten. Ah, Herr Messner, gut, dass Sie da sind. Eben ist das Filmteam eingetroffen. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Da wird sich unser Chef sicher freuen, dass in seinem Haus so viel los ist. Ja, und dass die Geschichte von ihm jetzt sogar verfilmt wird, dass alle davon erfahren. Na, von Jesus ist doch klar, er ist unser Chef, er ist hier der Hausherr.
Seltsam, seltsam. Das Märchen von diesem Jesus ist doch 2000 Jahre alt. Eine schöne Geschichte, aber eben vorbei, fertig, aus. Die Geschichte von Jesus ist kein Märchen. Sie ist wirklich passiert und sie ist noch nicht vorbei. Sie hat damals angefangen und geht bis heute weiter. Junge, Junge, das ist krass! Solche Leute wie euch habe ich ja noch nie gesehen. Ihr glaubt das echt, was ihr da erzählt, oder? Das wird noch spannend. Hoffentlich passt es eurem Chef, was wir filmen. Ich habe noch nie in einer Kirche gearbeitet. Die Atmosphäre hier gefällt mir. Du hast recht. Und die Leute hier sind so nett. Manchmal denke ich, sie sind nur so, weil sie an diesen Jesus glauben. Redet ihr gerade von Jesus? Komisch. Seit ich hier bin, denke ich ständig über Gott und Jesus nach. Ich habe mir sogar vom Pfarrer eine Bibel ausgeliehen und die Geschichte dort nachgelesen. Eine schöne Geschichte, nicht wahr? Also, deine Rolle wäre nichts für mich. Gott verlangt da ja einfach zu viel. Warum denn? Wer verlangt zu viel? Na Gott, er verlangt einfach zu viel von Maria. Er verlangt schon viel, aber ohne Jesus hätte es keine Rettung gegeben. Für mich und alle Menschen, die umkehren und neu mit Gott anfangen. Deshalb musste Jesus doch auf die Welt kommen. Das ist aber nicht das echte Jesus-Baby. Nein, das ist der erwachsene Jesus. Ich habe in der Bibel gelesen, dass er am Kreuz gestorben ist. Dann war die Schwangerschaft ja nur der Anfang der Probleme. Mann, oh Mann. Die Schwangerschaft war nur der Anfang von Gottes Rettungsplan für die Menschheit. Maria war bereit, ein Teil von Gottes Rettungsplan zu werden. Erstaunlich! Oh, Herr Pfarrer, ich würde Sie gerne noch etwas fragen. Ich lese jetzt öfter mal in Ihrer Bibel und da ist mir ein Vers ins Auge gesprungen. Der hat auch mit der Geburt von Jesus zu tun. Ah, welchen Vers meinen Sie denn? Moment, ich habe die Bibel hier in der Tasche. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Ah, da haben Sie gleich einen der wichtigsten Verse gefunden. Sehen Sie, da steht, an ihn glauben. Was heißt denn das? Wie macht man das? Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt, sich ganz auf Gott verlassen. Oder auch Glauben heißt, mit dem Herzen wissen. Alles fertig machen für Sie in der Volkszählung. Aber flott. Kamera fertig? Fertig. Kulisse fertig? Mensch, wach auf! Wir müssen ran! Kulisse, habt ihr es nun bald? Fertig. Endlich. Ey Mann, auf euch muss man aber auch immer warten. Volkszählungsszene, die vierte. Josef, warum hat sich ganz Nazareth hier versammelt? Soldaten des Kaisers haben uns befohlen, zum Mordplatz zu kommen. Ein Bote des Kaisers kommt in die Stadt. Ja, der Bote kommt. Bürger von Nazareth, hört mir zu. Im Namen des Kaisers Augustus befehle ich euch, jedermann muss sich in die Stadt begeben, aus der seine Vorfahren stammen. Dort soll er sich mit seiner Familie und all seinem Besitz in die kaiserlichen Steuerlisten eintragen lassen. Guter Bote, wie soll das gehen? Mein Mann ist alt und krank und kann nicht mehr laufen.
Seine Familie ist aus Jerusalem. Bis dahin schaffen wir es nie. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Frau, das ist dem Kaiser egal. Befehl ist Befehl und ihr müsst gehorchen. Oh weh, wenn mein Mann davon erfährt. Oh weh, oh weh. Josef, was bedeutet das? Musst du jetzt fort? Ja, so sieht es aus. Ich muss nach Bethlehem reisen. Und was wird denn aus mir? Bald kommt das Kind. Du kommst natürlich mit, Maria. Aber dann kommt das Kind ja in Bethlehem zur Welt. Was hat Gott sich bloß dabei gedacht? In Bethlehem ist David zur Welt gekommen und in Bethlehem wird der Retter zur Welt kommen, der Messias. So steht es in den Schriften des Propheten Micha. Irgendwie beruhigt mich der Gedanke, dass Gott alles geplant hat. Verlass dich drauf. Gott passt auf dich auf. Sein Rettungsplan für die Welt wird funktionieren. Super, Leute, die Szene ist im Kasten. Hallo ihr Lieben, grüß Gott, Frau Maskenbildnerin. Sind Sie nicht süß? Mit den roten Bäckchen kommen Sie richtig gut zur Geltung. Die Zuschauer werden dahin schmelzen. Naja, Engel sind eigentlich nicht süß. Die Hirten fürchten sich sogar vor ihnen. In der Bibel steht sogar etwas von der Menge der himmlischen Heerscharen.
Da steht ein Heer von Engeln vor den Hirten. Wenn Gott so ein Heer von Engeln hat, dann hätte er sie doch auf die Erde schicken können. Die hätten allen Leuten sagen können: Leute, benehmt euch mal besser und glaubt an Gott, sonst kriegt ihr es mit uns zu tun. Das hätte bestimmt alle überzeugt. Ja, das hätte er bestimmt tun können. Aber was denken Sie? Kann ein Mann eine Frau zwingen, sie zu heiraten? Manchen Ländern vielleicht schon. Kann der Mann die Frau auch zwingen, ihn zu lieben? Nein, Liebe kann man nicht erzwingen. Sehen Sie, Gott liebt uns sehr und er wünscht sich, dass wir ihn auch lieben. Er zwingt uns aber nicht, sondern er kommt auf die Erde, damit wir ihn kennenlernen können. Also, wie ist das? Jesus wird Mensch, lässt sich in eine Futterkrippe legen und lässt sich später sogar ans Kreuz hängen. Und warum das Ganze? Aus Liebe? Gottes Liebe ist radikal. Er liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Wer sein Vertrauen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, setzt, bekommt von ihm Vergebung, ewiges und erfülltes Leben in seiner Gegenwart. Ist alles bereit für die Hirtenszene? Fertig! Kamera? Fertig! Okay, los geht's! Hirtenszene, die sechste! Es ist kalt heute Nacht. So ein richtiger Hirte hält das aus. Und du bist ein richtiger Hirte, oder? Ja! Und er ist stolz darauf. Warum sollten wir nicht stolz auf unseren Beruf sein? Abraham, Isaak und Jakob und sogar Mose waren Hirten. Vergesst David nicht. Samuel hat ihn vor der Herde weggeholt und sogar zum König gesalbt. Ach,
Solche Hirten wie Mose und David gibt es nicht mehr. Die konnten nicht nur Schafe versorgen, sie haben sich auch gut um das Volk Israel gekümmert. Unsere Herrscher kümmern sich doch nur noch um ihr Geld. Manchmal wünschte ich, ich wäre ein Schaf. Das brauchst du nicht mehr zu wünschen. Ach, sei ruhig. Ich meine, ich würde auch mal gerne versorgt werden. Von einem, der sich auskennt und weiß, was ich brauche. Von einem, der es gut meint mit mir. Kennt ihr das Lied von David, der Herr ist mein Hirte? Gott sagt doch in seinem Wort, ich werde meiner Herde einen einzigen Hirten geben, er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen, wie früher mein Diener David. Und wann kommt dieser Hirte? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen im Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Darauf habe ich gewartet. Jetzt hat Gott den guten Hirten zu uns geschickt. Ja, dieses Kind ist der Retter, den uns Gott versprochen hat. Worauf wartet ihr noch? Los, gehen wir zu ihm. Konzentration, Leute! Heute spielen wir die letzte Szene. Also, ich würde gerne noch eine Weile hier bleiben. Am Anfang fand ich das merkwürdig, wie die Leute aus der Kirche hier von Gott und von Jesus reden. So, als wäre er bei uns. Aber ich glaube, da ist das dran.
Der Pfarrer hat mir eine Bibel geschenkt, in der lese ich jeden Tag. Kamera fertig? Fertig. Kulisse fertig? Moment noch! Die Windel vom Jesusbaby ist locker! Was ist nun? Alles klar! Volle Konzentration bitte. Schluss 10 in die 8. Endlich! Ich kann den Stern wiedersehen. Ja, das ist er. Hier sind wir richtig. Soll in dieser Hütte ein König leben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben uns den König natürlich im Palast vorgestellt, aber Gott hatte einen anderen Plan. Ich will ja nicht ungeduldig sein, aber können wir jetzt vielleicht? Ist ja gut. Klopf an. Wer kann das sein so spät? Vielleicht haben außer den Hirten hier noch andere von Gottes Sohn erfahren. Guten Abend, ihr Herren. Was führt euch zu uns? Wir kommen von weit her, weil wir einen Stern gesehen haben. Den Stern eines neuen Königs. Ein Stern? Dann hat Gott selbst euch zu uns geführt. Kommt herein. Ich bete dich an, großer König. Ich verehre dich, König der Welt. Ich lobe dich, mein König. Kommt doch näher, ihr müsst nicht ängstlich Abstand halten. Hier in der Futterkrippe liegt Gottes Sohn und ihr könnt zu ihm kommen, so wie ihr seid. Kommt nur, kommt. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Halt! Kamera, stopp! Ich möchte auch zu ihm. Ich auch. Ich will auch zu Jesus. Ich möchte jeden Tag bei ihm sein. Ich auch. Ach, was soll's. Ich stehe an deiner Krippe hier. Singen wir miteinander und sind eingeladen zu sagen, ich auch.
geholfen hast, den Menschen von Gott im Himmel erzählt hat, Menschen zu essen gegeben hat, andere gesund gemacht hat, vielen das Evangelium von Jesus erzählt. Wir danken dir für die Geschichte, die wir auch heute hören durften. Danke, dass wir Teil dieser Geschichte sein dürfen und dir gehören. Wir bitten dich jetzt, berge uns in deinem Licht. Hilf, dass dein Licht diese Erde hell macht, dass Menschen einander versöhnen, dass Menschen neu aufeinander zugehen und dass Menschen den Mut haben, anderen von dir zu erzählen. Wir bringen dir an diesem heiligen Abend 2022 alle Menschen, die jetzt im Krieg leben, die es nicht ruhig haben wie wir, die hungern und frieren und durstig sind. Wir bringen dir jetzt alle, die krank sind und deshalb nicht hier sein können und bitten dich, dass du sie bald wieder gesund machst. Wir bitten dich um deinen Frieden für diese Welt, für unsere Stadt, für unsere Familien, für alle Beziehungen, in denen wir sind und leben. Und gemeinsam sprechen wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt. Der Film ist im Kasten, so hat das Filmteam gesagt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wann kann man denn diesen Film von Jesus Christus dann auch sehen und hören? Wenn ihr mich fragt, auf YouTube, ja, da kann man ganz viele Filme von Jesus sehen und hören. Auch auf dem YouTube-Kanal der Stiftskirchengemeinde kann man Filme von Jesus sehen und hören und auf ganz vielen anderen auch. Man kann jeden Tag so einen Film von Jesus hören, sehen, lesen, miteinander beten, sprechen. Und dazu will uns dieses Krippenspiel heute Nachmittag Mut machen und Einladungen einladen, auch für den Alltag unseres Lebens. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die gespielt haben, heute Nachmittag allen Kindern, die dabei waren. Keine Sorge, ihr müsst jetzt keine Zugabe machen, wenn man lange klatscht, da kommt normalerweise die Zugabe, die könnt ihr aber gern zu Hause machen oder wo auch immer ihr nochmal über das Krippenspiel redet. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom offenen Abend, von der Kinderkirche der Stiftsgemeinde, die das jetzt über so viele Wochen mit euch vorbereitet und einstudiert haben. Auch dafür ganz herzliches Dankeschön. Von diesem Kind in der Krippe lernen heißt auch, mit anderen zu teilen. Den Glauben zu teilen, das Leben zu teilen und auch das Geld zu teilen.
Deshalb, was wir heute am Ausgang hinten in den Opferbüchsen einwerfen, ist für das Patenkind bestimmt. Die Kinderkirche hat ein Patenkind, den Billy Garcia, der lebt in Lima in Peru. Den unterstützen wir mit Schulgeld inzwischen, oder? Kindergarten ist vorbei, jetzt ist er in der Schule. Deshalb zahlen wir ihm das Schulgeld und ermöglichen ihm so eine gute Bildung und Ausbildung für sein Leben. Und wenn wir ihn heute damit gut unterstützen, dann ist, glaube ich, die Hoffnung groß, dass das nächste Jahr für ihn dann auch gesichert ist. Ganz herzlichen Dank für alles, was an Kollekte, an Opfer nachher zusammenkommt. Nachher im Anschluss ist dann gleich der nächste Gottesdienst, die Christvesper um 17 Uhr. Wundern Sie sich nicht, wenn wahrscheinlich schon Menschen vor der Türe stehen, wenn wir jetzt nach dem Gottesdienst heute zu allen Ausgängen, so habe ich gehört, nach draußen gehen können und dann einfach Weihnachten feiern miteinander und in den einzelnen Familien. Aber wir enden nicht ohne den Segen Gottes, der uns begleitet in die nun vor uns liegende Weihnachtszeit, und nicht ohne das Lied O du Fröhliche. Und zu beidem stehen wir nun auf. Jetzt kommt dann O du Fröhliche. Ja, gut. So wollen wir an diesem heiligen Abend und mit der nun beginnenden Weihnachtszeit unsere Wege im Frieden und im Segen Gottes gehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen, Amen.